Leute, da bin ich mal wieder. Wetter ist geil, mir ist scheiße heiß, aber ja, was soll's. So. Ich habe heute ein neues Video für euch vorbereitet. Es geht darum, dass ich eine neue Reihe machen will. Also ich fahre gleich zu Benny, der hat einen Audi S5 und der wollte den einfach mal vorstellen. Meine Idee war es einfach, dass Leute sich bei mir melden können und man trifft sich eben halt und man macht ein Video zusammen und stellt sich das Auto dann vor, was wurde getuned, was wurde gemacht, wie lange hat man den Wagen, wie hoch sind die Reparaturen gewesen, irgendwelche Service, irgendwelche besonderen Sachen. Ich wollte das so aufziehen, als wenn es so eine kleine Beratung wäre. Und dass man immer drunter schreiben konnte bei YouTube die Fragen hat. Zum Beispiel, welche Federn hast du drin, welche Felgen sind das? Oder eben halt, dass man so eine kleine Community aufbaut, wo jeder was von hat. Das war so meine Idee und das habe ich schon echt lange vor. Ja, und heute hat das mit Benny geklappt, das ist ein Kollege von mir. Und ich glaube, der hat den S5 ein paar Jahre schon. Einfach mal drunter, ob euch das Video gefallen hat. Ja, und dann geht's gleich los. Alles klar. Wir haben zwar ein bisschen Stau vorne, aber... Ach ja. Alles klar, haut rein, macht's gut, oder? Ciao. Hey, erzähl doch. Los! Ah nee, weißt du mal. Warte mal. Sind ja 9 Jahre. 9 Jahre hat er den schon. 6 oder 9, ja. Ist fast gleich. So, jetzt machen wir mal noch vorne. Los so. Jetzt. Also. Hallo. Oder wie? So, da sitzen wir jetzt im Audi S5 von Benny. Benny möchte gerne nicht so, sagen wir, er möchte nicht so gerne in die Kamera. Deswegen haben wir die Kamera ein bisschen anders eingestellt. So, da quetschen wir jetzt mal aus. Er hat gerade gesagt, er hat den Wagen jetzt 9 Jahre. Kann da auch schon ein bisschen mehr drüber erzählen. Und ja, was mich interessieren würde, wie der erste Tag der Abholung war. Also, wie war so der erste Tag, als du den Wagen abgeholt hast? Das war eher eine Überraschung. Und zwar habe ich den auf einmal vor der Tür gehabt. Wir hatten den gemeinsam bestellt und mein Onkel hat mir den dann vorbeigebracht. Und dann sind wir direkt die erste Probefahrt gemacht und ja, das war natürlich eine Riesenüberraschung. Ja, schönes Geschenk. Möchte, glaube ich, jeder von uns haben. Ja, Geschenk war es ja nicht, aber... Ja, okay. So. Warum hast du den Wagen jetzt geholt? Was hat dir so besonders dann gefallen? Hast du irgendwie was gesagt? Die Scheinwerfer sind so geil, die LED-Lichter vorne. Weißt du, der war ja früher so der Hype, oder? Das kam ganz neu raus mit den Lichtern, dass sie so breit sind. Ja, insbesondere der A5 war ja damals eine ganz neue Form. Diese Form hatte Audi ja gar nicht. Das war eine komplett neue Kategorie, die sie 2007 rausgebracht haben. Und damit 2008. Das 2008 haben wir den dann bestellt und das ist jetzt hier im Modelljahr 2009. Okay. So. Gibt es denn überhaupt was, was dir nicht gefällt am Wagen jetzt irgendwas? Weil du hast ja jetzt schon ein bisschen länger, kannst du was darüber sagen, was dich vielleicht ein bisschen stört oder so? Gib mal ja mal ungerne zu. Also nichts, was direkt jetzt irgendwie mir einfallen würde, wo ich sagen würde, das ist wirklich, was mich irgendwie total nervt. Das definitiv nicht. Okay. Ja, wegen Wartung, Reparaturen und so, hat es jetzt irgendwas Besonderes gehabt, was wir jetzt ersetzt haben müssen? Ja, in der Tat. Also da der Wagen ja 9 Jahre ist und jetzt 225.000 Kilometer weg hat, okay. Mussten dann doch zwei größere Sachen, die also wirklich die dann aufgefallen sind. Das war einmal das Airbag-Steuergerät. Okay. Wo liegt es ungefähr, wenn das jetzt bei Audi ist ja bestimmt A-Steuer, oder? Ja, das hat man aber wirklich neu geholt, okay. Weil man da immer sagt, ne, das ist halt sicherheitsrelevant. Ja, gut, das stimmt. Das hatte man dann direkt bei Audi geholt, das lag bei um die 600 Euro, meine ich, ja. Und dann noch der Einbau, oder? Und den Einbau noch, aber den haben wir dann wieder in der freien Werkstatt dann machen lassen. Okay. Und das zweite war halt jetzt vor kurzem eine Feder am Einlassventil, meine ich. Ich bin da jetzt nicht so der Profi und nicht so bewandert. Okay. Aber auf jeden Fall, dadurch lief er nicht mehr auf allen 8 Zylindern, wodurch das Auto sehr stark geruckelt hat. Und das war auch glücklicherweise relativ günstig, weil Audi hatte mir gesagt, ja, der Motor ist kaputt, da muss ein neuer Motor rein. Und dann waren wir auch in der freien Werkstatt in Engelskirchen bei Klaus Höller und der hat das dann für 500 Euro einfach die neue Feder da eingebaut. Wobei die Feder waren irgendwie ein paar Euro, die Zeit, ne, das Ganze da irgendwie abnehmen. Motor und so. Ganz also, genau, das ist relativ aufwendig. Aber immer noch besser als der ganze Motor neu war. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, aber sonst war nichts Besonderes. Ne? So.
Nein. Das andere ist halt Verschleiß. Okay. Ne? Also bei 225.000 das wären jetzt einfach mal die Stoßdämpfer, wären wir jetzt dran. Und das andere sind alles nur Verschleißteile, also ganz normal Reifen, Bremsen. Brav die Ölwechsel immer machen und dann ist gut. Also wegen Versicherung, Steuern und so, das schreibe ich dann alles nochmal zum Schluss rein ins Video, so als Übersicht. Und also so Fazit vom Wagen, du wirst auf jeden Fall nochmal kaufen. Also wenn du jetzt davor stehen willst vor der Wahl. Ja, naja, auf jeden Fall. Okay. Naja, ich hatte mich halt hier aktiv ja dafür entschieden, den zu behalten auch, weil es halt noch die V8-Maschine ist. Ne? Die wurde ja dann, ich meine, 2010, im Modelljahr 2011, bin mir nicht sicher, wurde das ja durch den V6 Turbo ersetzt. Und ja. Ja, wie das ja bei allen ist. Ja. Ja. M3 und so, das war ja auch der V8, den ich habe. Ja. Also 16. Ja, was irgendwie besonders darauf achten, wenn man sich den jetzt kaufen würde, jetzt irgendwie, wo die Leute vielleicht da so als Tipp. Verschleißauto mal so mal gucken, Checkheftpflicht, das Übliche. Ja, genau. Also ne, bei dem großen Motor, mir wird immer gesagt, wichtig ist, dass der Ölwechsel halt. Ne? Und nicht unbedingt nach dieser Long Life oder so, man soll den ruhig jährlich machen bei dem dicken V8. Ja. Das wäre wohl auch nicht so schlimm. Ja, wohl, das sagen die bei meinem M3 auch. Wollte man auch öfters machen. Ich glaube, 10.000 Kilometer oder 15. Wollte man es verkürzen, das Intervall. Und hast du dann irgendwie schon so einen Nachfolger im Blick? Weil du hast ja, ich sitze ja jetzt ein bisschen weiter vorne, weil der Isofix, habt ihr ja gesehen, ist hinten drin. Deswegen nicht wundern. Family ist jetzt da, Kind ist da. Ja, wir hatten in der Tat, da hatte ich mir große Sorgen gemacht am Anfang, dass das alles viel komplizierter wird, als es in der Tat dann ist. Also das Kind ist jetzt 3 Monate und es funktioniert erstaunlich gut. Und also einen direkten Nachfolger jetzt noch nicht weiter im Blick. Ja, ich glaube, dann haben wir soweit alles. Schreibt einfach mal drunter, wie euch das Video gefallen hat. Nehmt mir Kommentare, vielleicht Fragen zum Auto, was ihr gerne wissen möchtet. Dann beantworten wir das. Ich frage Benni mal und ja, wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und bis die Tage, oder? Haut rein. Ciao.